Hallihallo, ich bin euer Stefan von Vegane Zeit und es ist mal wieder Zeit für Vegane Zeit und heute geht es um die verschiedenen Zuckersorten. Nicht um den Nährstoffzucker, sondern um die Zuckersorten, die man sozusagen im Laden kaufen kann. Viele zum Beispiel, die nehmen ja gerne braunen Zucker, also Rohrzucker oder Rohrohrzucker, weil es gesünder ist, weil er gesund ist, in Anführungsstrichen muss man dazu sagen. Und ich will euch einfach mal den Unterschied erklären. Also im Endeffekt müsst ihr einfach mal sagen, Rohrohrzucker, Rübenzucker gibt es ja dann noch und den normalen Zucker, das ist meistens aus Mais. Der Unterschied ist eigentlich nur das Produkt, woraus der Zucker gewonnen wird. Rohrzucker ist aus dem Rohr, aus dem Zuckerrohr, Rübenzucker ist aus der Rübe und Maiszucker, der normale Zucker, ist meistens aus Mais. Das ist der einzigste Unterschied im Endeffekt. Ungesund sind sie am Ende alle gleich. Also wirklich, da kann ich meiner Meinung nach auch, kann ich keinen unterscheiden, kann nicht sagen, der ist gesünder als der. Es ist halt einfach wirklich, das Verfahren ist an sich bei allen fast das gleiche, beziehungsweise das Endprodukt ist stark raffiniert. Und stark raffiniert bedeutet immer ungesund. Vor allem, weil es halt auch einfach isolierte Kohlenhydrate sind, komplett isoliert von dem restlichen Nährstoff des Lebensmittels, von den restlichen Nährstoffen des Lebensmittels. Und alleine das macht das Ganze schon ungesund. Jetzt gibt es ja noch den Rohrohrzucker, sozusagen rohes Rohr, aus dem rohen Rohr ist der raus. Ja, der ist nicht ganz so stark bearbeitet, der Rohrohrzucker. Also da sind noch ein paar Nährstoffe mit drinnen, aber es ist trotzdem sehr raffinierter Zucker und trotzdem ziemlich isolierter Zucker. Also nur weil da noch ein paar Nährstoffe übrig sind, es ist trotzdem ein Unterschied, als wenn ihr jetzt wirklich direkt den Zucker aus dem Rohr nimmt, als vom Rohrohrzucker. Deswegen, man kann es einen Ticken gesünder einstufen, aber es ist immer noch extrem raffiniert und immer noch extrem ungesund. Dann gibt es ja noch so verschiedene Sachen, zum Beispiel Agavendicksaft benutze ich gern oder Kokosblütenzucker gibt es ja oder Dattelsirup habe ich letztens gesehen, Reissirup, die muss ich noch probieren, die habe ich alle gekauft gehabt. Da ist es wirklich zum Beispiel, Agavendicksaft ist extrem süß, schmeckt extrem süß und das ist schon mal, da merkt man schon mal, dass die Konzentration des Zuckers sehr, sehr hoch ist. Das heißt, es ist vielleicht sehr natürlich, weil der Saft wirklich so aus der Pflanze rauskommt oder so ziemlich, also wie ich weiß, wird die in der Art wie gemolken, ob das stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber das ist so wie eine Art gemolken werden von der Pflanze. Und ist sehr natürlich, ist wenig bearbeitet, aber es ist hochkonzentrierter Zucker. Er ist auf jeden Fall definitiv um einiges gesünder als der industrielle Zucker. Ja, aber man neigt natürlich dazu, sehr schnell zu viel von diesem Zucker zu essen, weil er halt einfach stark konzentriert ist und nicht so wie es normal zum Beispiel in Obst vorkommt oder so. Da kommt der wirklich im Verhältnis sehr wenig Zucker. Also es ist so, der ist nicht sehr stark konzentriert, sondern sehr verteilt und nur in minimalen Mengen. Beim Agavendicksaft oder halt bei diesen ganzen anderen Sirupformen ist er in großen Mengen vorhanden. Reissirup, Dattelsirup ist wieder ein bisschen eigentlich isoliert. Aber auch beim Agavendicksaft, auch wenn er da nicht isoliert wurde, ist es trotzdem isolierter Zucker. Agavendicksaft 90-95% reine Fruktose. Einfach Zucker. Also im Endeffekt, am Ende kann man sagen, nicht viel Unterschied zum raffinierten Zucker, außer dass er vielleicht noch ein bisschen natürlich ist. Oder halt mehr natürlich ist als der raffinierte Zucker. Es ist immer so schwer zu sagen, natürlich, was ist wirklich natürlich. Deswegen würde ich auf jeden Fall, oder was ich halt auch mache, eher halt zu solchen Sachen greifen. Kokosblütensirup zum Beispiel, der soll den Insulinspiegel weniger steigen lassen. Ich vermute einfach mal, weil es weniger konzentrierter Zucker ist, der da drinnen ist. Also Zucker an sich weniger. Man merkt das auch, er ist weniger süß als zum Beispiel Agavendicksaft. Agavendicksaft schmeckt man wirklich, da ist der pure Zucker drinnen. Beim Kokosblütenzucker merkt man das so wieder, er ist ein bisschen weniger süß. Beim Dattelsirup zum Beispiel merkt man, es schmeckt wie getrocknete Datteln im Endeffekt. Also eigentlich auch kein zu 100% isolierter Zucker. Und da sind noch andere Sachen noch mit drinnen und er ist nicht so hoch konzentriert. Man neigt aber natürlich dann wieder dazu, davon mehr zu essen, weil es weniger süß ist, beziehungsweise man gibt mehr davon hinzu und dann kommt man wieder auf die gleiche Konzentration und dann ist eigentlich im Endeffekt wieder alles genau gleich ungesund. Deswegen ist einfach alles
wirklich sämtliche Zuckersorten, einfach alles, was zum Süßen gedacht ist, auch die Süßstoffe, wo keine Kohlenhydrate drin sind, ist immer mit Vorsicht zu betrachten, so wenig wie möglich. Man muss es einfach wirklich als Genussmittel sehen, als ein ungesundes Genussmittel, und es hat in einer gesunden und ausgewogenen Ernährung eigentlich wirklich nichts zu suchen. Muss man leider so sagen, aber im Endeffekt, wir sind alle keine Heiligen, deswegen kann man sich ab und zu mal was gönnen. Man muss sich nur bewusst sein, dass es nicht das Gesündeste ist, auch, ja, wie gesagt, auch wenn es Alternativen zum industriellen Zucker sind, wie diese ganzen Sirups, trotzdem genießt sie mit Vorsicht. Und dann wünsche ich euch allen einen guten Appetit, lasst es euch schmecken, wie gesagt, genießt es mit Vorsicht. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch ein bisschen geholfen hat, gebt mir einen Daumen hoch, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Klickt hier auf den Abonnieren-Button, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.